Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Es geht Schlag auf Schlag heute. Ich habe nämlich 4 Adventskalender zum Auspacken und jetzt ist der Alverde dran von DM. Das ist die Naturkosmetik, Eigenmarke quasi aus der Drogerie und wir gucken in den Adventskalender rein, was da so drin ist. Ich liebe den, weil da sind immer so schöne weihnachtliche Düfte drin mit Bodylotions und sowas und ich mag den wirklich total gerne. Der ist einmal riesengroß. Ich finde dieses Jahr das Design auch richtig schön. Der hat wieder so Türchen zum, also Türchen, die man halt so öffnen kann. Ich mag ja lieber diese Adventskalender, wo man so kleine Schächtelchen hat, aber das ist bei dem hier ja nie. Ich habe den Kalender bei DM online bestellt. Da könnt ihr den auch aktuell bestellen. Ich verlinke euch das unten in die Infobox rein und Kostenpunkt war hier 19,95 Euro. Ich würde sagen, wir legen direkt mit dem ersten Türchen los. Oh, oh, da, 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 oh. Direkt was bemängeln. Man sieht hier sehr schlecht die Zahlen. Das muss ich echt sagen. Die sind so ganz hell aufgedruckt. Türchen Nummer 1 ist einmal hier oben und ich werde mir einfach mal meine Pinzette dazu nehmen. Die gehen nämlich ein bisschen schwieriger auf. In Türchen Nummer 1 haben wir einmal eine Handcreme Bio-Vanille und Bio-Weidenrinde und da riechen wir auch direkt mal dran. Die Produkte riechen einfach so genial. Ich finde, dass die Alverde Adventskalender mit eines der besten sind, die es gibt, meiner Meinung nach. Ach Leute, und das riecht wie so ein Vanillekeks, wirklich wie ein Kuchen. Richtig lecker, so genial, wirklich total schön. Und dann denke ich immer, dann hätte ich das gern in der großen Größe da. So, ich nehme den mal gerade so hoch. Also ihr könnt sehen, man erkennt die Zahlen wirklich kaum. Hier ist die 2 und das ist so versteckt. Hier haben wir einmal so ein Beutelchen drin. Das ist einmal ein Schaumbad mit Bio-Aloe Vera, auch schön. Das ist so ein bisschen wellig abgeschnitten, also das sieht sehr weihnachtlich aus. Mir ist aber aufgefallen, hier ist irgendwas, also hier ist es ganz ausgebeult. Vermutlich ist ein Produkt runtergerutscht. Ja, hier sind schon mehrere Produkte. Oh Gott, Leute, ich hole das mal raus. So, das war jetzt ein bisschen blöd. Ich habe jetzt hier noch 2 Produkte, die lege ich mal rüber. Dann für die leeren Türchen in Türchen Nummer 3 hatten wir die Pflegedusche Bio-Lavendel drin. Und das sind diese kleinen, mega lecker riechenden Duschen. Das riecht auch richtig nach Lavendel. Sieht einmal so aus. Das sind auch wieder kleine Größen, 50 Milliliter. So, Türchen Nummer 4, das ist einmal hier und das ist ganz klein. In der 4 ist einmal eine Maske drin und zwar eine hydrofeuchtigkeitsspendende Maske. Und hier sind auch wieder so süße Muster drauf, so ein kleiner Vogel und so eine Mütze. Das ist einmal eine Gesichtsmaske für Gesicht, Hals und Dekolleté mit Aloe Vera. So, die Nummer 5, die ist einmal hier oben. Ich hoffe, dass ihr noch alles seht. Man hat hier so ein bisschen einen Struggle mit diesem Riesenteil. In der Nummer 5 ist einmal eine Fußlotion drin mit Bio-Vanille und Weidenrinde. Also dasselbe wie die Handcreme vom Duft. Das öffne ich jetzt nicht. Also da freue ich mich schon mal drüber. So, jetzt kommt die Nummer 6 und das ist hier oben das Türchen. Hier ist von Alverde Naturkosmetik ein Eye Roll-On mit Hyaluronsäure drin. Das finde ich mal was ganz anderes. Das ist ja mega cool. Kühlende Massagekugel unterstützt die Reduzierung von Schwellungen, steht hier. Genau, das ist einmal so ein Roll-On, den kann man sich dann so aufs Auge geben. Sehr kühlend und riecht richtig gut. Also ich mag ja Alverde sehr gerne, deshalb freue ich mich da auch drüber. Der ist irgendwie anders wie letztes Jahr. Ich finde den ein bisschen besser bis jetzt sogar. So, weiter mit der 7 und die ist hier unten direkt. Hier ist ein Nutri-Care Shampoo drin mit Biomandel und Bio-Argan. Also das ist so ein Shampoo auf 50 Milliliter. Wir riechen mal dran. Das riecht ganz gut. Also das riecht frisch, würde ich sagen. Man riecht dieses Mandel jetzt eher nicht. Das riecht so ein bisschen nach diesem Arganöl. Aber das ist bestimmt auch nicht schlecht. Das ist für trockenes und sprödes Haar. Die Nummer 8. In der Nummer 8 haben wir auch direkt die passende Spülung zu dem Shampoo drin. Also da kann man das zusammen anwenden. Das finde ich auch eine tolle Sache, dass die das direkt hintereinander reinpacken. Und dann kann man das auch zusammen machen. Ich liebe ja Shampoo und Spülung, wenn das gleich ist. Deshalb freue ich mich auf jeden Fall, dass die das so gemacht haben. So, die Nummer 9 ist einmal hier unten. Die Nummer 9 ist einmal eine Bio-Körper-Lotion mit Bio-Rose. Ho, ho, ho steht hier drauf. Das ist eine Body-Lotion. Das werde ich auch direkt ausprobieren. Ich gebe es mir einfach mal so ein bisschen hier auf die Hand drauf. Das riecht schön. Das riecht wirklich total nach frischer Rose. Mega. Also das finde ich auch gut. Bio-Rose, das mögen, glaube ich, auch viele Leute. Also es sind schöne Gerüche wieder dabei. Also Leute, ich habe hier echt Probleme. Ich finde die Nummer 10 nicht. Ah, hier ist einmal die Nummer 10. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie eben echt nicht gesehen. In der Nummer 10 ist einmal eine Handmaske drin mit Bio-Cranberry und Paranuss. Das ist geil, eine Handmaske. Das kenne ich auch nicht vom letzten Jahr. Letztes Jahr war auch was anderes drin.
Genial, also wir haben hier eine Hydromaske fürs Gesicht, eine Handmaske drin. Schön. So, und weiter geht's mit der 11. So, die 11 ist leer, das heißt, hier ist einmal das Produkt, was in die 11 gehört. Das ist die Lippenmaske, die war eben schon runtergerutscht mit Bio-Honig. Also das ist so eine kleine Lippenmaske, finde ich auch gut. Und letztes Jahr, nee, das ist in dem normalen Balea-Adventskalender drin. Da ist immer sowas drin, was so nach Keksteig schmeckt. Und das ist jetzt eine Lippenmaske mit Honig. So, jetzt muss ich meine Pinzette wieder nehmen, die Nummer 12. In der Nummer 12 ist ein Schaumbad drin und zwar Bio-Brombeere. Da bin ich auch gespannt drauf. Diese Schaumbäder sind echt gut. Ich glaube, da sind jedes Jahr zwei Bäder mit drin, wenn mich nicht alles täuscht. So, Nummer 13. In der Nummer 13 ist eine Körperlotion Bio-Lavendel drin und das ist passend zu der Pflegedusche. Also man hat eine Lavendel-Dusche und ein Lavendel-Body-Lotion. Das finde ich auch passend. Wie mit der Spülung, also das ist dieses Jahr ganz gut gelöst. So, auf geht's zur 14. Die 14 beinhaltet ein Fußpeeling und zwar mit Bio-Ingwer und Bio-Zitrone, Leute. Das ist bestimmt nicht schlecht. Ich will mal gerade gucken, ob das irgendwie offen ist. Ja, das ist offen und ich gebe mir einfach mal so ein bisschen auf meine Hand. Ich muss das mal schnuppern. Hier sind leider nur so ganz leichte Peelingkörner drin, also das ist nicht wirklich stark peelend. Aber duftet wie ein Wellness-Tempel. Richtig lecker nach Zitrone und wirklich so wie Sauna. Riecht richtig gut. So, Tür Nummer 15. In der 15 haben wir eine Haarmaske drin. Und zwar mit Bio-Kurkuma und Bio-Orange. Das ist so eine Sachet-Maske, aber das sind zwei Stück. Also die kann man auch hier trennen. Das ist so eine Perforation. Und dann kann man die auf zweimal anwenden. Finde ich auch gut, eine Haarmaske. Die Nummer 16. In der Nummer 16 ist einmal eine Dusche drin. Cremedusche, Bio-Baumwolle und Bio-Mandel. Schnuppern wir dran. Riecht sehr gut. Riecht frisch. Also das riecht eher frisch statt so ein bisschen süßlich oder so. Ich habe eigentlich gedacht, dass das wegen der Mandel so ein bisschen süßlich riecht, aber das riecht eher so ein bisschen frisch geduscht. Oh, Nummer 17. In der 17 haben wir ein Waschgel drin, Bio-grüner Tee. Ein Waschgel fürs Gesicht ist das, genau. Mit grünem Tee-Duft und grünem Tee-Inhalt. Nummer 18 ist einmal Mini. Da gucken wir jetzt rein. In diesen Mini-Türchen sind dann immer diese Masken drin. Hier ist wieder eine Feuchtigkeitsmaske drin mit Bio-Kaktusfeige und Bio-Vanille. Das riecht bestimmt nicht schlecht. Da freue ich mich schon auf die Anwendung. Genau, Verhalsdekolleté bleibt 15 Minuten drauf. Also noch eine Gesichtsmaske. So, Nummer 19. In der 19 ist nochmal ein Schaumbad drin. Bio-Mandarine. Und das finde ich ein bisschen schade, weil wir haben jetzt drei Schaumbäder. Für die Menschen, die keine Badewanne haben, ist das echt ein bisschen doof. Dann kann man das aber vielleicht als Fußbad oder so verwenden. Aber wir haben drei Bäder bis jetzt. Und das ist jetzt halt, wie gesagt, Bio-Mandarine. Wir haben Bio-Brombeere und Bio-Aloe Vera, also drei Stück. So, Tür Nummer 20. In der Nummer 20 ist das passende Duschgel dazu drin, und zwar Bio-Mandarine-Pflegedusch. Da riechen wir direkt dran. Das riecht fantastisch, das riecht so genial. Da freue ich mich auch schon auf das Bad. Das riecht einfach mega lecker. Das möchte ich eigentlich sofort trinken, so gut riecht das. Da freue ich mich auf jeden Fall. Das ist wieder so ein toller Duft. So, langsam wackelt der Kalender. Jetzt kommen wir zu Türchen Nummer 21. Die 21 hat einmal ein Duschpeeling mit drin. Zwar leider nur ein kleines, auch mit Bio-Ingwer und Bio-Zitrone. Genauso wie das Fußpeeling, also das ist auch aufeinander abgestimmt, Fußpeeling und Körperpeeling, beides mit Ingwer- und Zitronenduft. Die 22 ist direkt daneben. In der 22 haben wir eine Fußmaske drin, Bio Cranberry und Bio Paranuss. Und ich weiß nicht, ob wir die Fußlotion dazu hatten. Irgendwie hatte ich das Gefühl, wir hatten die Fußlotion dazu. Bin mir aber gerade nicht so sicher. Nein, ich finde es jetzt nett. Doch. Nee. Die Fußmaske hat einen anderen Duft, also Bio Cranberry und Bio Paranuss haben wir hier als Fußmaske. Das ist auch so ein doppeltes Sachet, das kann man einmal in der Mitte durchreißen und dann hat man das auf zweimal. Jetzt kommt einmal die 23. Die 23 hat einmal eine Körperlotion drin mit Bio Vanille und Bio Weidenrinde und das ist dasselbe wie die Fußlotion vom Duft. Ich mache mir mal so ein bisschen auf die Hand. Riecht sehr schön. Also das ist mein Favorit jetzt hier von der Körperlotion. Das ist wirklich schön. Da hätte ich mir noch eine größere Flasche gewünscht. So, und jetzt kommt die 24 und die 24 ist mir eben leider schon unten durchgerutscht. Also ich mache sie zwar auf, aber da wird nichts mehr drin sein. Der Kalender ist leer. Genau, also die 24 hat hier oben einmal so einen länglichen Schlitz und da war eine Mascara drin. Also ich habe die Mascara mal eben
auf die Seite gelegt. Eine All-in-One-Mascara von Alverde Naturkosmetik und die ist leider durchgerutscht, wahrscheinlich, weil die halt so ein bisschen schmaler ist. Und hier gucken wir uns mal direkt das Bürstchen an, da bin ich nämlich gespannt drauf. Das ist ja interessant, da ist ein wirklich schönes, interessantes Mascara-Bürstchen drin. Und das ist doch für uns Frauen mal ein richtig schönes Türchen 24, finde ich. Also ich finde den Kalender mega genial, der gefällt mir jedes Jahr sehr gut. Dieses Jahr war es so ein bisschen, ja, wir haben viele Tütchen hier mit bei, so kleine, ja, Portionchen quasi, die hier in so Beutel kommen. Also das war letztes Jahr auf jeden Fall nicht so viel gewesen, da kann ich mich erinnern. Aber sonst, ich finde die Produkte, die Produktauswahl echt gut. Vor allen Dingen, wir haben hier auch so ein Eye Roll-On mit drin. Also der hat mir wieder sehr gefallen, Leute. Und ich kann euch den echt empfehlen, weil ich diese Düfte einfach gut finde. Das ist alles Bio-Qualität und ja, da kann man nichts mit falsch machen, auch zum Verschenken. Und der macht ja auch wirklich was her. Dieses Jahr finde ich den vom Design schöner wie letztes Jahr, weil der halt in so einem schönen Grün kommt. Mir hat er wirklich sehr gut gefallen, sehr. Schreibt mal unbedingt, was ihr zu dem Inhalt sagt. Also ich bin total happy und begeistert und freue mich auch auf die Anwendung der ganzen kleinen Pröbchen und Produkte. Also es sind gute Reisegrößen, kann man auch schön mit ins Schwimmbad oder so nehmen. Ich bin auf jeden Fall voll und ganz zufrieden. Jetzt verabschiede ich mich von euch. Lasst mein Video sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Unboxing wieder mit dabei seid. Dankeschön. Yeah, tschüss, eure Nicole.